Ich glaube, wir leben in einer Zeit der neuen Sichtbarkeit. Und das gilt nicht nur für Politikerinnen und Politiker. Im Grunde genommen ist sehr vieles öffentlich. Diese inzwischen ja weitgehend zu Recht erfolglose Sendung Big Brother, dieses im Container leben, ist fast die mediale Situation, in die wir hineingelangt sind. Jeder hat, ich würde sagen, eine Allzweckwaffe der Skandalisierung stets in der Tasche. Er nennt es nur anders. Er spricht von seinem iPhone 5 oder von seinem iPhone 4. Kann dieses iPhone blitzschnell hochreißen, ein kleines Video drehen, dies alles ins Netz einspeisen. Also diese neuen medialen Möglichkeiten durch das Netz haben völlig neue Möglichkeiten der Skandalisierung auf der Weltbühne des Internet geschaffen. Jeder kann heute einen Skandal auslösen. Das sind nicht mehr nur Sie, nicht mehr nur die Journalistinnen und Journalisten, sondern jeder, der ein Thema findet, der in der Lage ist, andere für seinen Empörungsvorschlag zu begeistern, ist in der Lage auch zu skandalisieren. Und diese neue Evolutionsstufe und Eskalationsstufe der Skandalisierung, die versuchen wir mit dem Begriff des entfesselten Skandals zu fassen. Aus Ihrer Sicht, Herr Mayer, wie müssen Politiker dann auf all dies reagieren im besten Fall? Sie werden zunächst mal natürlich größtmögliche Vorsicht an den Tag legen, dass sie nur ja nicht entsprechend irgendwo anecken, auffallen, sichtbar werden im negativen Sinne. Und insofern ist das politische Geschäft eigentlich kein beneidenswertes, denn die Möglichkeit oder das Risiko, hier zu stolpern, aufzufallen, unangenehm und so weiter, ist riesengroß geworden. Und dazu kommt auch noch das Image der Politiker, des Berufs des Politikers, was denkbar kritisch gesehen wird. Also wir haben es hier mit einer schwierigen Situation. Und dann kommt noch die NSA dazu, aber das genau, wollen Sie genau. Jetzt nicht sagen. Genau, der Skandal ist im digitalen Zeitalter angekommen.